Flammenresistenz. Dann behalte ich mal den erhöhten Sehnenbeuter bei Töten von Gegnern. Das deckt außerdem mit den Armschienen. Aber die Armschienen sind ja auch nur für Frauen. Weswegen eigentlich Frauen gar nicht mal so unspektakulär sind, finde ich in dem Punkt. Aber auch nur echt in dem Punkt. Es gibt andere Sachen, zum Beispiel die Rüstung von einem NPC, den wir später noch treffen werden. Der ist male-only und der hat eine monströse Rüstung. Also mit monströs meine ich wirklich so, oha! Mit dem will ich mich nicht einlassen. Aber ist okay. Ich mag ihn. Jedenfalls die meiste Zeit. So, hier runter. So, den haben wir auch. Oh, du robst was. Eine unbekannte Heldenseele. Das ist cool von dir. Ich sollte aufhören zu singen, das steht mir nicht. Gut. Wumm, abgewendet. Und da kommt noch so ein. So, ich nehme dich mal mit. Du warst so nett zu mir. Okay, bleib da, wenn du nicht willst. Der hat schon. Hier ist es aber auch echt blutig. Und von weiß sehe ich hier auch nicht mehr viel, ne? Soll ja der Elfenbeinturm von Latria sein. Am Arsch. Das ist das schlimmste Gebiet. Okay, nein, das ist nicht das schlimmste Gebiet. Das schlimmste Gebiet in meinen Augen ist immer noch Tal der Schändung. Dies hier hat einfach nur die, meiner Meinung nach, nicht Hassgegner, sondern einfach die Gegner, die mich am meisten nicht verstören, sondern sie machen mir Angst. Also das sind wirklich so Angstgegner, die hier rumlaufen, und zwar die da. Ich muss, bevor ich den Boss töten kann, eine Red Phantom Oktopuswache umbringen. Das Schlimme wird gleich werden, weil ich habe ja gesagt, ich mache dann Turm von Latria durch. Natürlich mache ich das. Ist ja kein Problem. Gibt es hier auf den Boss-Fight, wo ich dann das dicke Gras raushole und die dicken Zauber. Da hinten liegt was. Ich hoffe, das sind nicht nur so Seelen oder so, ne? Dann kriegst du Kotzen. Yay, ist das altes Gewürz! Es könnte fast nützlich sein. Nee, altes Gewürz ist schon okay. Ist okay. Lass mal durchgehen. Vor allem 8 Stück, das ist nicht mal wenig. So, bin ich bereit? Sehe ich bereit aus? Ja, ich sehe bereit aus. Und wir fighten gegen den Menschenfresser. Im Englischen Man-Eater. So schon mal nicht. Nicht mit Kollega.
oh, 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 oh. Eine dicke Heilung. Das ist nämlich das Problem. Es kommt noch ein zweiter dazu. Und die können auch casten. Und er hat sich gerade gebufft, weil ich... Weil die Schlange ihn gerade gebufft hat. Aber, huh. Okay. Halb so schlimm und so? Yay! Das war wirklich halb so schlimm. Ich bin gerade mighty impressed. Aber wirklich jetzt, das ist wirklich gut gewesen von mir. Huh. Erstmal Hände abtrocknen. Huh. Das war gut. Ich nehme erstmal darauf einen Schluck erstmal zu trinken, wenn ihr mir das gönnt. So. Das war auch nochmal so ein Angstboss in meinen Augen. Ich glaube, das reicht immer noch nicht ganz, um ein Level abzukriegen, oder? Slayer of Demons. Aber jetzt können wir mal gucken. Welttendenz. Ja, schon semi-white. Wird jetzt nur noch pure white gemacht. So, denn ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. So. Da, die Gefängnisse Latrias sind voll mit Fleisch der Opfer ihres alten, ehemaligen... Was? Mann, die Gefängnisse Latrias sind voll mit dem Fleisch der Opfer ihres alten, ehemaligen menschlichen Meisters, der dort seine eigenen... Was? Der dort seinen eigenen Dämonen schafft. Aha. Ich habe hier noch gar nicht... Fällt mir auf, ich habe ja hier... Dings durchgespielt. Ich habe noch gar nicht den da vorgelesen. In einem unterirdischen Schrein ist der Drachengott gefangen. Die Ahnen der Ausgräber verehrten ihn und haben den Schrein instand gehalten. Wahrscheinlich sind wir dann auch, als wir den Vorreiter im Tutorial umgebracht haben, in den Drachenschrein reingeflogen. Um ihn dann wieder da zu treffen. So, aber jetzt gehen wir den Menschenfresser dann töten. Und dann steht... Wahrscheinlich mache ich dann jetzt direkt hinterher den Schrein der Stürme. Mit allem drum und dran, was es da so gibt. Was man da so machen kann. Mit NPCs. Jetzt nämlich auch nicht so viel jetzt noch zu tun. So, eine legendäre Soldatenseele. Eine angesehene Soldatenseele. So. Die Cutscene kennt ihr schon. Aber ich werde sie euch trotzdem anschauen lassen. So, das heißt, wir stellen gleich mal in Ruhe fest, wer der bessere von
wer der bessere Mönch ist von uns beiden. Normalerweise kann es passieren, dass hier jetzt ein PvP-Fight ist, aber da ich offline spiele, weil ich will mir meine Weltentendenzen nicht verhauen lassen, spiele ich... Seht ihr auch, warum das so lange gedauert hat? Das hat nämlich wirklich lange gedauert, weil es so ein langer Aufstieg ist. Und vor allem Dingen... Na, kommen sie? Da. Nummer 1. Puh. Nummer 1 war kein Problem. Und Nummer 2 kommt da oben auch noch. Das sind nämlich 2. Erstmal hier so. Ich habe euch nie gezeigt, was die eigentlich, warum die eigentlich so schlimm sind, aber glaubt mir, ich will es euch eigentlich auch nicht zeigen. Weil ihr denkt euch so, ach komm, der labert doch nur, die sind doch kein Stück schlimm oder so, so wie er die wegrotzt. Glaubt mir, die sind schlimm. Ich spiele das auch nur wirklich in einem so, oh mein Gott, ich habe so viele Stunden Dark Souls und Demon's Souls und was nicht alles Souls-Spiele, Erfahrung, ja, dass das kein Problem ist. So, genauso wie auch, ja, wenn ich es hinkriege. Eine kleine kluge Idee, mit Feuer da zu arbeiten. Was sagt Soul Raider zu? Alter, schon mal kurz. Eine Sekunde abhauen. Gegen Soul Raider dodgt der auch noch. Okay, Soul Raider nimmt er gerne an. Muss ich anfangen hier zu dodgen, wie nichts Gutes. Der Fight ist wirklich nicht ohne, weil es ein die KI haben sie wirklich nicht schlecht gemacht. Au! Besonders umso mehr Leben der verliert, umso mehr diese Zauber kommen nicht vom Ding selber, die kommen vom Turban. Die hätte ich auch machen können, hätte ich Schaden gekriegt, sagen wir es mal so. Aber uff, das, auch wenn die NPC-Version ist echt schlimm in meinen Augen. Also sie ist wirklich anstrengender. 27.000 Seelen. Ich würde sagen, das sind 2 Level, oder? Es könnten 2 Level sein. So, damit haben wir den weißen Turm von Latria fertig, würde ich sagen. Gibt jetzt noch eine Sache zu tun, den weißen Turm von Latria. Stimmt, eine Sache gibt es noch zu tun, den Schlüssel zu holen. Denn ich will ja was holen. Bin ich da jetzt eigentlich? Das ist Pure White, okay. Ich werde jetzt nochmal 2 Level machen, oder ein Level mindestens. Wo ist sie denn? Steht sie da oben? Wo bist du denn? Da ist sie ja. Thou seekest soul power, dost then touch. Natürlich. So. Art thou done? Perfekt. Natürlich wird das zur Heilung der Welt beitragen. So, bringen wir jetzt mal die nächste Seele rüber. Zu. You have your wits about you. Surely you. Natürlich. Wir wollen einen neuen Zauber erlernen. Und zwar. Schonung, zappend. Das hier zum Beispiel. Schonung. Ne, das ist. Ich sollte das Handy wegschmeißen. Sorry. Das habe ich benutzt. In meinem Playthrough. In meinem allerersten Playthrough. Habe ich das immer auf mir drauf gebatzt. Um. Einfach, das gibt so ein Riesenschild um dich herum. Also so ein Schild. Um einfach
weniger Schaden zu kriegen, weil ich echt Schiss davor hatte. Oh mein Gott, ich werde sterben. Hat er mit Gär sehr gut geklappt. Aber ich werde mir die Seelensuchpfeile holen. Definitiv. Zauber merken, wie viel brauchen das? Das braucht 2. Feuerball finde ich jetzt nicht so stark. Warum kommt jetzt... Bring me more demon souls when you can. Ich soll doch nicht mal...